Ja, und da sind wir wieder mit The Suffering Ties That Bind. Ja, die letzte Folge, die war jetzt ein bisschen lahm. Viel Videos, viel Gelaber. Jetzt, da sind wir stehen geblieben, da machen wir natürlich ja weiter. Oh, danke, danke, danke. Machen wir der alten Tür auf. Ja, dann bin ich jetzt endlich aussteigen. Genau, mir kann keiner das Wasser reichen. Ja, so ist es. Komm, ich nehme dir das Komm. Tuch weg, dann kann er diese Woche den guten Stoff. Ha? Nein! Was, mein Baby? Fort ist! Sorry, hör auf! Ein schwarzer Punkt. So, jetzt schauen wir mal. Ich sehe noch einen. Noch einen schwarzen Punkt. Damals musste man auch lange suchen, um an den nächsten Schuss zu kommen. Weiter. Nicht so wie heute, wo ihr Stoff an jede Ecke bekommt. Ihr habt es einfach. So. Mama, wo bist du, Mama? Unten sah es echt schlecht aus. Scheiße, das brauche ich echt nicht. Ja, das glaube ich da. Nein! Wo ist mein Baby? Oh, diese Schmerzen. Meine Papa eine Lektion erteilen, die er nie vergessen wird. Das kann nicht gut sein. Ah, das wird ihn nicht. Zu Füchs. Die kommen nicht so weit hoch, Mann. Hier sind wir sicher, bis der Stoff alle. Was hast du gesagt, Mescaline? Ist mir gleich. Ich nehme sogar Heroin. Mach schon. Gib mir was. Ich brauche echt einen heftigen Schuss, um das hier zu vergessen. Gottes Willen. Komm, komm her, Spezi. Muss ich nochmal kurz Break machen, weil da merkt man wieder, wenn ich lange nicht mehr gespielt habe, weiß ich gar nicht mehr, wo sie hocken wollen. Ah! Haben wir schon. Was hast du? Greg, Mescaline? Ist mir gleich. Ich nehme sogar Heroin. Jo, sag mal weiter! Gib mir was! Ich brauche echt einen heftigen Schuss, um das hier zu vergessen. So. Und weiter geht's. Der Wille der Menschen. Was seid's denn hier für Typen? So, also. Jetzt sind wir wieder draußen. Keine Frage! Was für ein Drecksloch. Komm weiter. Okay. Hast du das Paket? Keine Spur von ihm. George muss einfach damit leben. Pass auf, was du sagst. Hauen wir ab. Wir müssen zurück zu den Docks. Okay. Alles frei. Drück aufs Gas. Ich bin hier definitiv fertig. Also, schauen wir mal. Benutzen wir dem Maschinengewehr. Machen wir doch. So, der war einfach. Ja. Ja. Oh, komm schon! Ach, du verwitzt. Nein! Gott, das ist so. Okay. Ja, ich hätte es wirklich aber einfach spielen sollen. Da war ich doch wohl zu langsam. So, dann schauen wir nochmal. Jetzt haben wir nochmal alles auf. Da laden wir nochmal nach. Sicher, sicher. Das sind nur Batterien, die brauchen wir nicht. Ziel vernichtet! Keine Frage! Mediskante noch brauchen. Komm weiter! Hast du das Paket? Keine Spur von ihm. Jordan muss einfach damit leben. Pass auf, was du sagst! Hauen wir ab! Alles klar. Wir müssen zurück zu den Docks! Ja, tu mich auf. So, wo kommt der Erste? Auf geht's, Burschen, auf geht's! Mal schnell abfüllen lassen. So, Nummer 2. Warten wir wieder. Oh, das ist nicht was wert. Oh, das schon ist. Ein das schwarzer nicht Punkt. Mehr. Ich sehe noch einen. Okay. Noch einen schwarzen Punkt. Dann schauen wir mal weiter, was da noch so los ist. Oh,
diese Schmerzen. Ich will dir alles erzählen. Das kann nicht gut sein. Oh, gut geraten. Deine Wut war immer dein Problem, Torg. Es war deine Wut, die dich in den Knast brachte. Fällt doch nicht, Madel. Blackmore hat also Carmen bedroht? Das ist ein schweres Verbrechen. Er ist hier. Blackmore ist hier? Wo? Zeig mir das miese Schwein, ich habe ihn noch nie zu Gesicht bekommen. Hey, ich kenne deine Frau, geiler Body. Da würde ich gern mal ran. Pass auf, was du zu meinen Freunden sagst. Wenn du in meiner Bar bist, zeigst du einem Mann mit Familie gefälligst Respekt. Oh, dein Sohn Corey, dem habe ich erst letzte Woche Crack verkauft. Findet er geil. Da muss er nicht an dich denken. Was hast du meinem Jungen bloß angetan? Deine Frau ist eine Schlampe. Ist der überhaupt von dir? Schmuckel. Gewalt passt zu. Oh Mann, Torg. Du hast sein Hirn auf meinem neuen Boden verteilt. Und er ist noch glimpflich davongekommen. Stehen bleiben! Los auf den Boden! Was? Was macht denn die Polizei hier? Nehmt mir die Handschellen ab. Wir sind reingelegt worden. Ihr habt die falschen Mann. Dieser verfluchte Blackmore, den müsst ihr verhaften. Ich habe dir doch gesagt, du kannst nicht davonlaufen. Was wird dein Frauchen wohl dazu sagen? Dass du schuld bist an allem. Was denn sonst, du Grippe? Hey, Torg, kannst du mich hören? Ich sehe dich durch das Fenster, Kumpel. Ich bin auf dem Dach der Bar, ehrlich. Jawohl, ich habe einem der Soldaten sein Funkgerät abgenommen. Sie haben dich verfolgt. Jetzt komm raus und zeig dich deinem Freund Miles. So, also dann schauen wir mal. Was haben wir denn da Schönes? Ah, scheiße aus! So ist brav. Händen waschen. Guter Bub. So, ein bisschen Strom sparen müssen wir auch wieder. So, da, da. Hauen wir mal die Kisten auf Zeiten. Ja, gut so. Weiter. Ich hab gern Abstand zwischen mir und dem ganzen Chaos. Ja, da oben, Mr. Spezi. Jetzt. Komm, ich weiß, wohin wir gehen können. Was haben wir denn da alles Schönes? Skorpion-Munition. Ah, das sind die Maschinengewehre. Ja, wo ist jetzt hier? Ich hab gern Abstand zwischen mir und dem ganzen Chaos. 12 Uhr! Gib ihm! Ich weiß, wohin wir gehen können. Lass mich weiter runter! Schaff deinen Arm hier raus! Hey! Die Typen mit den Waffen kenne ich. Die sind total durchgeknallt. Ich will nicht abgeknallt werden. Nein, danke. Ich bin raus. Weiter feuern! Spezi, jetzt gehen wir mal da auf. Sind wir schon da? Zack. Wir nehmen euch mit rein. Alles Underground Railroad. Ihr Drecksklaven können nicht ewig davonrennen. Oh, was denn? Sind jetzt die Köder? Du hältst dich selbst an dem Game. Du weißt nichts für die Jagd. Wie fühlt es sich an der Gejagte zu sein? Es macht dir Spaß, meine Hunde zu töten. Ja klar. Sag mal, geh mal auf Zock, die Viecher. Grippe da. Jeder Mensch hat seinen eigenen Geruch. Meine Jäger vergessen ihn nie.
Hörst du mich, Talk? Hab dich kurz verloren, also pass auf. Diese verrückten Soldaten arbeiten für eine Schnitte namens Jordan. Hast du die schon mal gesehen? Aber jetzt pass auf. Sie arbeitet für Blackmore. Ich bring dich zu ihr, sie bringt uns zu ihm. So, wo geht's jetzt da weiter? Ah, da nicht. Bewegung, Talk! Du musst raufklettern und dann darüber, um rauszukommen. Nimm die Feuerleiter. Bei mir hat's geklappt. Wo ist der Feuerleiter? Feuerleiter! Feuerleiter! Das ist ein Arschloch, ey. Oh, nimm die Feuerleiter. Bei mir hat's geklappt. Du Grippe, du. Das ist keine Feuerleiter. Was labert denn der für eine Scheiße? Der Typ ist auch durchgehend besoffen, ey. Seht ihr da, Feuerleiter? Ich seh keine. Da geht's. Da ist was, aber da geht's nicht auf. Da ist auch nix. Da bin ich vorher runtergesprungen. Es tut mir leid. Ich sehe da nix. Der will mich verarschen, habe ich das Gefühl. Mei, oh mei, oh mei. Finde ich nicht lustig. Finde ich jetzt eine Scheiße. Das kostet mir wieder unnötig Zeit von der Aufnahme. Da ist keine, du Saugrippe. Was ist denn das für eine Scheiße? Ja, super, jetzt rennen wir da wieder einen Wolf. Und verschwendet eure kostbare Zeit damit. Boah, Murhar. Da geht's auch nicht durch. Oder so. Ja, hätten wir gleich aufkommen können. Sie haben so einen Hunger. Die sind nicht abzuschütteln. Kannst du mich sehen? Soll ich springen wie Cory? Das war natürlich jetzt nicht so gesund, dass ich da... Irgendwas passiert mit ihm! Ah, jetzt. Ah, nein, nicht schon wieder die Gatling-Typen. Ja, so einen Hunger. Die sind nicht abzuschütteln. Keiner kommt um uns zu. Tavi! Kannst du mich sehen? Soll ich springen wie Cory? Sollen wir es nochmal probieren oder nicht? Nein, jetzt probieren wir es nochmal. Da mache ich mal wieder einen Cut bei der Folge. Ja, zur Zeit ist es ein so eine Schleiferei, ich muss es dann spielen. Aber das kriegen wir auch noch hier. Ich wünsche euch was, ich mache jetzt da einen Break und dann machen wir bei der nächsten Folge weiter. Also, das war's, euer Medaso, ich wünsche euch was, geht für euch.